All in the Mix, Six All in the Mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen und letzten Video für den heutigen Abend. Ich habe wieder Lust auf nicht so ein Blabla-Video, nicht mehr so viel hier drum herum labern, sondern einfach mal gerade durch hier am Alexanderplatz. Ist ein bisschen was los und ihr lässt einfach mal diesen Eindruck auf euch wirken. Ja? Stellt euch vor, ihr seid Touristen, ihr seid gerade neu in Berlin, seid gerade mit der Bahn angekommen, kommt runter mit der Bahn und dann kommt hier so runter vom ICE und zieht euch das rein als allererstes. Dann viel Spaß, würde ich sagen. Grüß dich, alles gut? Das ist hier der Vibe. Achten dich drauf, dass mal nichts passiert. Der Typ sammelt Flaschen. Wie ist der Eindruck von Berlin? Sehr schön. Sehr schön. Seid ihr nicht aus Berlin? Nee, aus Stuttgart. Stuttgart. Ja. Wie ist denn der erste Eindruck, wenn ihr aus der Bahn raus seid und am Alexanderplatz seid? Jetzt ehrlich. Schon ein bisschen verkrackt. Ja. Das ist nämlich, was ich hören wollte. Ja. Die Wahrheit. Ja. Ist es bei euch nicht so in Stuttgart? Es geht. Nee, man schmeckt schon, aber nicht so krass wie hier. Auf okay. Fall. Also ich mache gerade ein Video. Ja. Zum Teil quatsche ich nicht, eigentlich nicht so viel. Ich sage einfach mal Anfang. Stellt euch vor, ihr seid Touristen. Ist gerade auf YouTube. Ja. Für YouTube. Ihr seid Touristen, seid gerade vom ICE raus, runter zum Alexanderplatz, in Richtung Hotel. Und der erste Eindruck, was ihr seht, ist crazy, oder? Ja, ja. Einfach vercrackt. Ja, Platz 1, einer der gefährlichsten Orte. Ja. Macht's gut, Jungs, ja? Kann ich kurz was sagen, ne? Ja, natürlich, natürlich. Ich will mal grüßen. Ich grüße ganz 124. Sehr gut, wie heißt natürlich. Du? J6, J-S-E-X. Ich mache auch TikTok-Videos. Ah, geil. Aber YouTube muss auch mal sein für so seriöses Zeug. Ja. Ich habe auch mal YouTube gemacht. Warum hast du aufgehört? Ja, ich war keine Lust mehr gehabt. Kein Bock mehr, ja? Ja, ich verstehe. Ja. Schule geht vor natürlich, ne? Ja, ich arbeite jetzt mittlerweile, deswegen ist auch. Ah ja, okay, du bist in der Matrix. Ja, sozusagen. Sehr gut. Wie heißt du nochmal? J6, J-S-I-X. Das ist Y, aber alles gut. Ah, Entschuldigung. Ich danke euch, ja? Kein Problem. Da findest du auch meinen TikTok-Kanal, genau.
Okay. Ja. Da siehst du auch das TikTok-Kanal und alles drum und dran, ne? Ciao, ciao, mach's gut. Ciao. Pass auf euch auf, Jungs. Ja. Ciao. Was für nette Burschen hier. Eine weitere Mülltonne, die offen ist. Warum, weshalb, wieso, weiß keiner. Wenigstens voll. Am Brunnen entlang. Der Kollege macht immer noch Musik an der Seite. Wir gehen ganz kurz eine Runde um den Brunnen herum. Und ja, zeigen euch das Leben. Der erste Eindruck von Berlin. Das große Park-In-Hotel. Der Typ mit Kopfhörern in seiner Welt. Leere Flaschen, Wasserfall, Berlin. Ein Fahrer. Entschuldigung. Sind Sie ein Pfarrer? Priest, ja? Okay. Ist ein Priester gewesen. Priest, genau. Ist das, heißt das Priester, ja, oder? Amen in die Kommentare. Berlin im Sommer, im Jahre 2023. Heute haben wir den, was ist heute? Der 10., der 11., am Donnerstag. Touristen. Wir gehen mal ganz kurz an der Polizeistelle vorbei. So dass wir auch mal die anderen Ecken kriegen und dann war es es auch. Auch hier sehen wir ein bisschen was. Die berühmte Polizeistelle am Alexanderplatz. Öffentliche Toiletten von Wall. Und die Weltzeituhr. Ich zeige euch Berlin immer so gerne an den ganzen Updates. Alles Kamera überwacht natürlich, ne? Hier. Mit der Polizei. Ein paar Jugendliche. Touristen auf E-Scooter. Ich bin eure virtuelle Stadtrundführung. Jungs, kommt doch mal aus dem Handy raus, ihr zwei. Ihr läuft ja wortwörtlich so rum. Ja, nur gerade, kommt doch mal aus den Handys raus, Freunde. Nee, ja? Wir haben gerade gucken, wo wir hin müssen. Ah ja, okay, seid ihr aus Berlin, ne? Nein. Pass auf, wie ist der erste Eindruck, wenn du hier aus dem ICE steigst oder aus der U-Bahn und hier am Alexanderplatz ankommst, nach oben gehst, logischerweise die Treppen hoch, so. Und dann hier das alles siehst. Wie ist der Eindruck? Ehrlich, unter uns. Na, beeindruckend eigentlich ein bisschen zu viel einfach. Also crazy, ne? Ja. Danke, dass ihr ehrlich seid. Ja. Ja, alles Gute. Ciao. Ihnen auch. Ciao. Die haben es gesagt. Die haben es gesagt. Hier nochmal ein paar Touristen, ein paar Jugendliche an den Ecken. Mülltonnen versifft. KFC hier vorne. Unter der Brücke kann ich euch auch gleich ein Phänomen zeigen.
Gehen wir mal ganz kurz hier an den Ecken vorbei. Passend mit der S-Bahn gerade. Unter der Brücke wird es etwas heftiger. So, an der Ecke jetzt hier auch LGBTQ-Bar, kennt man auch, habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Hier eine Cocktailbar. Berlin, Alter, was geht ab? Mülltonnen werden hier heute nicht in Ruhe gelassen. Jemand wurde bestohlen, hat die Tasche in den Müll geworfen. Naja. Heute Morgen wegen der Zeit. Ich könnte ausrasten. Ich habe geliebt. Hier noch mehr Bars und Cafés. Rappelvoll. Dunkin' Donuts. Hier weiterhin ist nicht mehr so viel. Allmögliche Leute hier. Auch sehr, sehr viele Leute, die den Müll kramen, die machen, glaube ich, extra die Mülltonnenkappen auf, um danach besser in die Tonnen zu gleiten. Die kommen alle 10, 15 Minuten vorbei und suchen sich eine Flasche raus. Pfandflaschen werden hier auch sehr, sehr viele gesammelt. Ist auch sehr begehrt hier, am Platz vor allem. Hier musst du schnell sein, hier gibt es mindestens über 50 Pfandflaschensammler. Jugendliche, die sich ins Kino vorbereiten. Fürs Kino. Leute, die ins Handy schauen, anstatt auf Freund oder Freundin. Das ist schon hart, Freunde. An den Ecken vom Bahnhof auch Pizza und Döner. Hier nochmal ein Eisladen oder Kaffee. Ja, wir kommen gleich auf die Anfangsposition, wo wir begonnen haben. Touris. Noch mehr Touris vor dem Fernsehturm. Ich hoffe, diese Art von Videos entspannt euch und gefällt euch natürlich. In Berlin ist es halt so, es ist sehr, sehr schwierig zu sehen, wer ist. Also hier sehen Hipster aus wie Penner und Penner sehen aus wie Hipster. Du weißt nie, ob jemand obdachlos ist oder gerade einfach nur so angezogen ist. Also wir haben hier wirklich die verschiedensten Styles. Manchmal ähnelt sich das alles. Und man denkt, ist das jetzt sind das jetzt Bonzen oder sind das Penner, die auf der Straße übernachten? Berlin erinnert mich sehr, sehr an Los Angeles. Da ist es auch zwischen Fake it till you make it, zwischen Fake und Real Life. Ja. Aber ganz Reiche, ist es immer klar gewesen, hängen nicht auf der Straße rum, Freunde. Das sind dann doch vielleicht Dazugezogene, deren Eltern ihnen ihre Wohnung zahlen. Ja? Also deswegen habe ich manchmal auch so einen Hals auf Hippies, auf sogenannte Hippies. Und der Fernsehturm.
bei Nacht auf jeden Fall nochmal interessanter, die Skyline. Skyline über Berlin, da hinten nochmal ein paar Leute, die was essen und trinken. Hier nochmal ein paar Einheimische. Weiterhin kann ich euch auch ein bisschen was zeigen, aber der ist schon viel zu dunkel, das lohnt sich nicht. Ja, zwischen den ganzen Migranten dort. Wenn da ein bisschen mehr Licht sein würde, wäre es interessanter gewesen. Aber da ist halt wirklich kein Licht. Ich zeige euch mal ganz kurz die ganzen teuren Wohnungen, bevor wir mit dem Video beenden. Bevor ich das Video beende. Meine Fresse, Alter, was ist schon wieder los heute? Ein Frosch gefressen heute. Frosch verschluckt. So, wir gehen ja jetzt hier zum... Gegenüber vom dem Fernsehturm gibt es hier diesen Tiki Max. Das ist der Tiki Max, darauf laufen wir gerade zu. Und jetzt zeige ich euch die Luxuswohnungen, Penthäuser, die ab 1,5 bis 3 Millionen Euro kosten. Achtung, seid ihr bereit? Das habe ich euch öfters mal gezeigt in meinen Videos. Hier nochmal Touristen und Einheimische, die auf mich zukommen. Fotos, Touristen, Einheimische, die ganz normal vorbeilaufen. So, Achtung, das sind hier die teuersten Wohnungen der Stadt. Oder besser gesagt am Alexanderplatz. Seht ihr das? Da leuchtet auch Licht, da wohnen Leute. Auf jeden Fall sind das nicht normale Leute, die sich das leisten können. Das sind oben Penthäuser obendrauf, über TK Maxx. Ab 1,5 Millionen Euro habe ich mich erkundigt. Unter 1,5 Millionen Euro kriegst du da oben absolut gar nichts. So, und hier ist das normale Leben unten. Wie ist der Eindruck an der Straßenbahnstation, an der Tram? Checken wir mal gleich den Vibe. Vorne nochmal ein bisschen Obdachlosigkeit, wie ihr seht. Zwei Kollegen auf dem Boden, einer im Rollstuhl, einer normal. Und die Tram ist natürlich immer überfüllt hier. Wir sind am Alexanderplatz. Ja, es ist schon ganz schön was los. Laufen wir mal hier durch entlang. Wie beschäftigt die Leute scheinen. So, jetzt kommt die Bahn, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Bisschen Musik mit der Box. Der Typ klärt sich erstmal die jungen Dinger. Die Touristen schauen und denken, was geht hier ab? Der Opa macht es richtig, er hat sich einfach hingesetzt bei den Touristen. Was meinst du? Farsi ein bisschen. Abonniert es nicht. Ein bisschen, nicht mehr wie früher. Früher habe ich mehr verstanden. Ich bin aus Tadschikistan. Ja, aber ich bin russische Seite, Bruder. Wir sind mehr russisch. Komm, der Opa hat klar gemacht, ne? Siehst du das? Bruder, was machst du hier? Der hat alles richtig gemacht. Ich mach Vlog. Ich mach Vlog. Ja, ich bin unterwegs. Bist du YouTube oder was? Ja, YouTube, TikTok, alles. Was macht ihr? Woher kommt ihr? Wir sind Afghaner. Woher kommt ihr aber? Welchen Stadtteil oder? Kabul, aus Kabul, ich bin aus Masaschi. Aber hier aus Deutschland? Aus Deutschland, Berlin, Bruder. Achso, ist ja Berliner, ja, okay. Stark. Okay. Wie ist der Eindruck für euch? Wie ist Berlin für euch? Ich verstehe. Mach's gut, Jungs, ja? Ciao. Zwei Afghaner getroffen. Der Opa hat das auf jeden Fall mehr drauf gehabt als die zwei Afghaner. Der hat die Frauen einfach angesprungen, hat sich zu ihnen hingesetzt. Freunde,
was geht hier eigentlich ab in Berlin? Wir gehen jetzt einfach rein. Und beenden natürlich die Reise wieder hier, wo wir begonnen haben. Touristen, Einheimische, die am Automaten stehen, sind auch Touristen. Leute kommen gerade nach der Arbeit, Hippies gehen spazieren, Touristen kommen gerade mit dem Koffer an. Alles Mögliche, Jugendliche machen ihr Ding, der Typ sammelt Flaschen. Leute kaufen hier ein, was zu trinken. Mehr Touristen kommen mit Koffern. Eigentlich an jeder Ecke irgendwas. So. Wir hauen ab. Das war's. War auch mal wieder interessant hier zu zeigen, was direkt am Alexanderplatz jeden Tag so herrscht. Ein Update ist immer nie verkehrt. Von jedem Ort auch mal doppelt, dreifach, zehnfach. Ihr seht, Berlin ist sehr, sehr interessant. Ich kann an diesem Ort auch tausendmal herkommen und ihr werdet das trotzdem jeden Tag gucken. Weil Berlin halt wirklich einzigartig ist und das macht Berlin halt immer aus. Ne? Würde ich das jetzt irgendwo in Dresden machen, vom selben Ort, zwei Videos, würde sich das keiner mehr angucken. Aber Berlin ist immer Highlight, ein Highlight für sich. Ja. Das könnt ihr jetzt mit jedem hier quatschen auf der Straße. Ihr seht ja, ab und zu quatschen mich die Leute sogar von alleine voll. Das können mit jedem hier quatschen, alle quatschen miteinander. Also die Leute sind nicht so verschlossen, sondern die sind sehr offen hier. Die Leute reden miteinander, mit einem. Und das ist schön zu sehen, Freunde. Das war's. Ich bin draußen. Wir gehen jetzt hoch zur S-Bahn. Dann hat sich diese Folge hier auch erledigt. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Six or in the mix. Grüße aus Berlin. Mitte. Alexanderplatz. Schönen Bruder. Ja, bitte. Bruder, wie geht's dir? Wie geht's dir? Bei dir? Alles okay? Auch gut. Bruder, ich spende, Bruder. Was willst du? Bruder, ich spende, Bruder. Bulgari. Spende? Bulgarien. Bulgarien? Ich komme aus Bulgarien. Willst du mich verarschen, oder was? Bulgarien, Bruder. Bulgarien.